Mein Tag fängt im Grunde genommen an mit Einleuchten. Und das Einleuchten erkennt ihr gar nicht. Das ist auch der Plan. Einleuchten bedeutet Markierungen auf den Boden kleben, die später dann das Bewegen auf der Bühne erleichtern. Ja? Also zum Beispiel das Klavier hat feste Positionen, erkennt man daran. Lied Atme. Da robbe ich dann sozusagen bewaffnet mit Gaffer und Edding über die Bühne und mache Gafferkreuze. Was ich persönlich liebe und obergenial finde, ist, wenn jetzt überall diese riesen Gafferkreuze auf dem Boden wären, es ja enorme Gafferverschwendung ist, dass es so kleine Markierungen gibt an den großen Geräten, die Markierungen auf dem Boden erleichtern. Ja, das liebe ich. Zack, das ist so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Da muss das Klavier dann so geschoben werden. Zack, jetzt passt es, jetzt stimmt. Jetzt können wir loslegen mit Mein Freund. Okay, ich liebe Einleuchten. Weil das, weil ich mich beim Einleuchten gleichzeitig so einmal quer über die Bühne bewege und dann mich einmal hinstelle, wo ich dann stehe bei Atme. Ich weiß zum Beispiel, dass der Ingo es total gerne hat, wenn das Klavier bei Atme so steht, dass er mich sehen kann. Heißt, ich stelle ihm das Klavier so hin, von meiner Position aus. Ich denke, Ingo kann mich gut sehen, weil Ingo und ich unser geheimes Zeichen ist. Und dafür wäre es natürlich schön, wenn er mich sehen kann. Und dann geht's los. Atme. Hier ist mein Gaffer- und Edding-Reservoir. Hier oben ist die Edding. Ich glaube, ich habe den letzten Edding noch nicht zurückgelegt. Das erledige ich heute natürlich noch im Laufe des Tages. Was? Doch, da, da. Sein. Okay, und jetzt würde ich euch total gerne mal mitnehmen auf den Rüssel. Vorsehen. Einmal, bevor ich hier sozusagen abends für die Show raufgehe, schon auch einmal zum Soundcheck hier draufstehen, weil es ist schon eine ordentliche Höhe und sich dann hier drauf zu bewegen. Aber als alter Trapezhase erschreckt mich ja keine Höhe mehr. Sieht gut aus von hier oben, oder? Heute habe ich eine traumhafte Aussicht nicht nur auf Tiger und Star, Ton und Licht, sondern auch auf Maria vom Merch. Ich freue mich immer, wenn ich weiß, dass sie mit in der Halle ist und wir so diese Show und diesen ganzen Abend und den ganzen Tag so zusammen erleben. Weil das, ich weiß nicht, wenn man sich dann hinterher so Geschichten erzählt, hast du gesehen oder wie fandst du das? Das ist so, man verbringt einfach den Tag wirklich richtig doll und eng zusammen. I like that very much. Da unten sieht man, wie Mutti schon mal die Getränke vorbereitet. Es hat sich getränkemäßig, haben sich Vorlieben entwickelt und zwar Richtung Gatorade. Ich dachte immer, ich trinke den Wahnsinn nicht. Und dann habe ich, jetzt trinke ich total gerne, wie ihr vielleicht hier seht, steht schon bereit. Rotes Gatorade, wer hätte das gedacht, ne? Kurzstärkung. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ist der Hula-Hoop-Start klar? Ist er. Ich schicke liebe Grüße an euch raus. Wir sind heute in Hamburg und ich bin selig und glücklich. I love to be on tour. Es könnte nicht schöner sein. Ich lade euch alle nochmal recht herzlich ein. Ihr habt heute in Hamburg die Gelegenheit nochmal zu kommen, morgen in Münster und dann sind es nochmal zwei Wochenenden. Und verdammte Axt, man kann es überhaupt nicht glauben, dann ist diese Tour vorbei. Und das will ich mir noch gar nicht vorstellen. Bei uns ist auch so die allgemeine Stimmung eher so, dass wir beschlossen haben, wir sind dann ab dem 13. März so richtig eingespielt und dann kann es eigentlich losgehen.